Heute wollen wir ein ganz besonders wichtiges Diabetes-Thema behandeln. Schwangerschaftsdiabetes. Schwangerschaftsdiabetes. Danke, das ist Pauls Tochter. Hallo Pauline. Grundsätzlich kann jede Schwangere Schwangerschaftsdiabetes entwickeln. Folgende Faktoren erhöhen das Risiko: starke Gewichtszunahme, Diabetes in der Familie, Alter über 30 Jahre, Bluthochdruck, Übergewicht. Wie Sie auf Nummer sicher gehen können? Im Rahmen der Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen ist ein Zuckerbelastungstest in den Schwangerschaftswochen 24 bis 28 vorgesehen. Gibt es Risikofaktoren, kann der Test bereits zu Beginn der Schwangerschaft durchgeführt werden. Wenn Schwangerschaftsdiabetes festgestellt wird, können Sie selbst viel für Ihre Gesundheit tun. Mit regelmäßiger Bewegung und wenn Sie bei der Ernährung darauf achten, dass Sie lieber mehrere kleine als wenige große Mahlzeiten zu sich nehmen. Und keine Sorge, holen Sie sich rechtzeitig ärztlichen Rat. Schwangerschaftsdiabetes kann sehr gut behandelt werden. Und in der Regel verschwindet er auch nach der Geburt Ihres Kindes wieder. Alles Gute! Alle wichtigen Infos finden Sie auf www.therapie-aktiv.at.